Wenn du auch so ein wunderschönes, super tolles High Fashion Haute Couture Survival Armband basteln möchtest, dann bleib dran. So ein Survival-Armband ist echt eine tolle Sache. Es wiegt fast nichts und du kannst es zum Beispiel dafür verwenden, um etwas aufzuhängen, um damit Feuer zu bohren oder um dein Tarp aufzuspannen. Und in einer echten Survival-Situation kann es dir im Ernstfall sogar dein Leben retten. Und das Schöne ist, es ist sehr einfach und schnell herzustellen. Gut, dann würde ich sagen, leg mal los. Und das erste, was ihr braucht, ist ca. 3 Meter Paracord. Dieses Paracord habe ich jetzt hier aus so einem Basic Set. Da sind fünf verschiedene, ja, ich würde sagen, Survival-Farben, Tarnfarben drin. Und wen das interessiert, ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Infobox. Ihr sucht euch von den 3 Metern jetzt erstmal die Mitte, also bei 1,50 Meter. Und dann bildet ihr so eine Schlaufe. Die sollte im Durchmesser ca. 2 cm sein. Wenn ihr euch ein Armband machen wollt mit zwei verschiedenen Farben, dann bildet die Schlaufe so, dass der Verknüpfungspunkt genau hier oben in der Mitte ist. Also macht sie auf ca. 2 cm Durchmesser und haltet sie so fest. Jetzt nehmt ihr euch die linke Schnur und bildet so eine Schlaufe. Jetzt nehmt ihr das Ende der rechten Schnur und fädelt es von hier oben einmal komplett durch. Das Ganze sollte dann so aussehen. Jetzt geht mit der rechten Schnur einmal hinten um die linke Schnur und fädelt jetzt wieder das Ende von oben durch. Und zieht auch diese Schnur wieder einmal komplett durch. Jetzt habt ihr den Anfang geschafft und zieht es jetzt so straff, dass eure Schlaufe hier oben, die angesprochenen 2 cm groß ist. Ihr könnt jetzt noch ein wenig nachjustieren, sodass die Schlaufe 2 cm groß ist und der Verknüpfungspunkt genau mittig sitzt. Und ihr seht schon, jetzt ist so eine 8 entstanden. Jetzt ist es wichtig, dass ihr einmal die Schnur um 180 Grad dreht. Jetzt nehmt ihr diese rechte Schlaufe und macht sie etwas auf. Im nächsten Schritt nehmt ihr die rechte Schnur, die durch diese Schlaufe hindurchgeht, legt sie wieder hinten herum und geht mit dem Ende von oben durch diese Schlaufe hindurch. Komplett durchziehen und den Knoten wieder festziehen. Jetzt müsste das Ganze bei euch so aussehen. Und jetzt ist es immer das gleiche Schema. Ihr dreht die Schnüre, habt rechts zweimal die gleiche Farbe, nehmt die untere Schlaufe, macht sie wieder etwas auf, nehmt die rechte Schnur, die durch diese Schlaufe hindurchgeht, legt sie hinten herum und mit dem Ende geht ihr wieder hier oben durch diese Schlaufe hindurch. Komplett durchziehen. Und den Knoten wieder schön straff ziehen. Wenn ihr mal zwischendrin den Faden verloren habt und wisst nicht, wo ihr weitermachen sollt, ist es ganz einfach, ihr müsst immer da weitermachen, wo die gleiche Farbe zweimal vorhanden ist. Also ihr seht, hier drüben ist das Grün zweimal. Das heißt, hier unten wieder die untere Schlaufe lösen, mit der Schnur, die durch die Schlaufe hindurchgeht, einmal hinten herum und das Ende wieder von oben durchstecken. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr diese Knoten auch wirklich richtig straff zieht, denn die müssen nacheinander aneinander liegen, denn so erzielt ihr die schönste Schlangenhautoptik. Ja, das Ganze macht ihr jetzt, bis ihr noch 10 cm von der Schnur übrig habt oder bis
bis das Armband euer komplettes Handgelenk überdeckt. Okay, wenn ihr das Armband soweit fertig habt, dass es einmal um euer Handgelenk passt, kommen wir jetzt zum Abschluss. Da möchte ich euch zwei Varianten zeigen. Einmal könnt ihr einfach einen Knoten reinmachen und seid sozusagen fertig. Oder ihr macht den etwas schöneren, aber auch anspruchsvolleren Diamantknoten. Und genau den zeige ich euch jetzt. Okay, ihr legt das Armband einfach so vor euch ab, nehmt euch die linke Schnur und bildet euch so eine Schlaufe. Danach nehmt ihr die rechte Schnur und legt sie einfach über die linke Schnur oben drüber. Jetzt nehmt ihr die untere Schlaufe und führt sie über die obere Schlaufe, sodass ihr hier einen Schnittpunkt habt. Jetzt nehmt ihr euch das Ende der rechten Schnur, führt es unter dieser Schnur unten durch, geht in die untere Schlaufe oben drüber und bei dem Schnittpunkt von unten hindurch. Zieht es vorsichtig straff und legt sie nach links. Jetzt könnt ihr erstmal tief durchatmen und euch auf die Schulter klopfen. Jetzt nehmt ihr die Schnur von der unteren Schlaufe und legt sie im Halbkreis hier oben hin. Danach nehmt ihr wieder die andere Schnur, also die rechte Schnur, und geht von hier unten durch diese Mitte hindurch, durch dieses Herz hier hindurch. Zieht es wieder vorsichtig straff und legt sie nach unten ab. Dann nehmt ihr wieder die andere Schnur, geht hier oben rein, hier unten durch zum Herz und zieht jetzt das Ende von unten nach oben durch das Herz durch. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, kommen die zwei Schnüre beide nach oben wieder hinaus. Jetzt seid ihr sozusagen mit dem Diamantknoten fertig. Die einzige Kniffligkeit jetzt ist es, den Knoten auf die richtige Höhe zu bringen. Dafür zieht ihr ihn einfach jetzt erstmal ein wenig straff und geht jetzt mit jeder Schnur nacheinander auf die Höhe, die ihr im Endeffekt haben wollt, sodass dann das Armband richtig straff an eurem Handgelenk sitzt. Also ich gehe jetzt hier jeder Schnur einzeln nach und ziehe sie nacheinander straff. Der Knoten kann durchaus etwas friemelig sein, aber ich finde, wenn er fertig ist, sieht er wirklich schön aus. Als nächsten Schritt schaut, dass das Armband wirklich straff an eurem Handgelenk sitzt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann schneidet die beiden Enden ca. einen halben Zentimeter hinter dem Knoten ab. Jetzt das Ganze noch veröden. Und fertig ist euer Armband. Jetzt, wo wieder die kalten Tage vor der Tür stehen, könnt ihr euch echt mal überlegen, so ein schönes Survival-Band zu basteln. Wenn ihr Bock habt auf andere Knotentechniken, dann schreibt es mir in die Kommentare. Mein nächstes Video wird ein Video, bei dem ich 24 Stunden unter der Erde verbringe. Wenn ihr darauf Bock habt und nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Und ansonsten sage ich Tschüss, Kuss geht raus, euer Becks.